Stirb now. Bereit zu neuen Tagen. Ich werde tun, was ich kann. Sehr gerne. Steinhaut vielleicht? Warum hat Wetter die Licht? Dein Befehl? Ich werde. Kann ich helfen? Wird erledigt. So. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht auch sollten wir eine Rast einlegen. Was du sonst? Jetzt wird's doch langsam etwas kritisch. Aber kriegen wir noch, glaube ich, hin. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ja, weiter. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Sag, was du gewiss. Ich muss Wie kann mich ich helfen? Vorwärts. Ausruhen. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich mache mir meinen Bart mit deinem Blut. Ich hatte es erwischt. Mit deiner Erlaubnis. Okay. Dein Befehl? Was ist los? So soll es geschehen. Gucken wir doch einfach mal. Nicht fehlschlagen. Das ist doof. Ja, in Ordnung. Woran hast du gedacht? Ich tu's. Da sind auf jeden Fall noch zwei und das zwei Winterwölfe und ein Troll. Bereit zu neuen. Worum handelt? Schau mir ruhig zu. Kein Problem. Ich höre nicht dein Wunsch. Das ist jetzt nicht so gut. Sag was gewiss. Wie kann ich gewiss? Okay, ja. Da müssen wir mit noch einer Hast nachhelfen. Dein Befehl. Ich mach mir meinen Bart in deinem Blut. Vorwärts, zum Sieg. Okay. Einverstanden. Die Dämonen des Schlafes, ja? Gewiss. Was? Wenn es sein muss. Sag, was du vorwärts. Ja, seid also zurückgekommen. Warum? Als wir uns das letzte Mal hinterhielten, batet ihr mich, den Sklaven bei der Flucht zu helfen. Ja, konntet ihr sie befreien? Ja, sie sind dann zurück an die Oberfläche gekommen. Dann ist meine Arbeit hier getan. Ich kann diese Höhle guten Gewissens verlassen. Danke und leb wohl. Wartet, wie wollt ihr hier herauskommen? Nun, ich bin eine Diebin und eine Gute dazu. Ich kann mich hier herausschleichen, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr konntet es nur nicht tun, bevor ich wusste, dass diese armen Leute in Sicherheit sind. Ach so, leb wohl, Vera. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Weiter. Dein Befehl. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich bin müde. Ja, sofort. Wir müssen rasten. Ich muss mich bald ausruhen. Ich brauche einen Heiler. Ja, jetzt wird es dann langsam doch Eisenbahn. Allerdings bin ich sehr hartnäckig. Sag, was du von mir willst. Sofort! Mal gucken. Was haben wir hier noch? Tod haben wir hier. Okay. Ich muss mich sofort ausruhen. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Jawohl! Es soll geschehen. Bereit zu neuen Taten. Nehmt keine Gefangenen! War in Ordnung. Oh, wo kommst du denn her? Ja. Auf in den Sieg! Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? Werde Zeuge wahrer Macht. Sag, was du von mir willst. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Weg vorwärts! So, das dürfte jetzt einmal wirklich dann alles langsam Dein gewesen Befehl. Sein. Sofort. Worum handelt es sich, höre? So soll es geschehen. Dann können wir hier die Reste aufsammeln.
Ja, einverstanden. Was? Ist das alles? Also da haben wir gut was an Edelsteinen wieder zu verkaufen, muss ich sagen. Und auch an Winterwolfsfällen und anderem Zeug. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Ja, weiß ich. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Einverstanden. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Ich muss mich mal ausruhen. Wie kann es soll geschehen? Wir ziehen uns ja jetzt noch da unten zurück. Rasten, sehr schön. Können wir dann alle verkaufen? Gewiss. Einverstanden. So, hier gibt es noch eine Abkürzung für uns. Es soll geschehen. Nämlich direkt vom Würmzahngletscher weg. Und zurück nach Kuldaha. Weiter! So. Jetzt klappern wir unsere ganzen Händler des Vertrauens ab. Und verkaufen denen Zeug, das wir nicht mehr wollen oder brauchen. Also gerade auch die magischen Ringe, die wir nicht anziehen können. Die ich ja hier reingepackt habe. Also der Ring des Beschützers und der Schutzring. Wobei, können wir die nicht irgendwem anziehen? Dir geht nicht wegen der Rüstung wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist eine von den Sachen, die ich bei Dings dann besser fand. Also in der dritten Edition, dass wenigstens die Rüstungen nicht in diese Blockade reingezählt haben. Ja, bei euch liegt es an den Harnischen. Also haben wir ja keine andere Wahl, als sie zu verkaufen. Sofort! Vorwärts! Also gut, wir könnten ihn auch wenigstens den Ring behalten. Mirik hat erwähnt, dass sie vielleicht etwas mit diesen Winterwolfspelzen anfangen können. Man kann die Pelze zu einem Umhang zusammennehmen. Mit etwas Magie können wir einige der natürlichen Schutzmechanismus des Winterwolfs in den Umhang erhalten. Dafür braucht es aber viel Obenmaterial und Arbeit. Ich würde mindestens 5 Pelze und 53 Gold benötigen. Das hört sich gut an. Wie steht es mit Yeti-Pelzen? Winterwolfspelze, ja. Hört sich gut an, das machen wir. Ja. Kommt in einem Tag oder so wieder, gut. Dann zeig mal, was du anzubieten hast im Moment. So, was können wir dir von hier verkaufen? Die Handschuhe, das Kartenspiel und das war's. Gut. Ja, der Ring des Beschützers, den können wir verkaufen, aber den Schutzring, auch wenn er viel mehr wert ist, den behalten wir. So, Schriftrollenbehälter. Ja, was verkaufen wir? Ganz ehrlich, Schutz vor normalen Geschossen können wir verkaufen. Monster herbeirufen, Stufe 1, können wir auch beide Male verkaufen. Schuss vor Kälte hätten wir jetzt da drin gebrauchen können eigentlich. Geisterrüstung, können wir auch verkaufen.
Spiegelbild können wir verkaufen. Die Heilzauber nicht. Die Gefühle mal auch nicht. Todeswolke können wir auch behalten. Brennendes Blut auch. Fluchbrechen. Na doch, hier behalten wir mal. Magie zerstören kann er selber oft genug zaubern. Und Chaos brauchen wir auch nicht unbedingt und Beherrschung auch nicht. Kehrisch-Nachricht, die brauchen wir auch nicht. Ein Kettenblitz verkaufen wir. Ich möchte mich nicht selber grillen damit. Kugel der Unverwundbarkeit. Na, die behalten wir mal. Ja, in Ordnung. So. Es soll geschehen. Gewiss. Als nächstes geht's wieder zu ihm. Weil er nimmt uns die Edelsteine ab. In Ordnung. Events Tagebuch will ich nicht verkaufen, aber die hier. Tranktasche. Nimmst du uns irgendwelche Briefe ab? Nein, leider nicht. Hups, das wollte ich nicht. So geht das, glaube ich, schneller. So, jetzt ist noch der Schutzring übrig und wir haben wieder viel mehr Geld. Sag was gewiss. Vorwärts. So, jetzt werden wir uns einen Tag lang durchschlafen. Das haben wir uns nach all den Strapazen auch mal verdient, uns mal auszuruhen etwas. Ich bin der Schöpfer. Wie kann ich helfen? Dein Lass Befehl. Vorwärts. Rasten. Ja, sie jammert auch schon wieder. Jetzt holen wir uns den Pelz mal ab. Also den Umhang, mal gucken, wie gut er ist. Ich weiß nicht mehr, wie gut der Winterwolf-Umhang war. Also sagen wir so, wenn er so ähnlich gut ist wie der aus Baldur's Gate, dann hat es sich jetzt eigentlich nicht rentiert. Wenn er etwas besser ist, dann ist es besser. Ist etwas nicht in Ordnung? Sofort! Gewiss! Gewiss! Ja, willkommen zurück. Ich habe auch mal fertig und gleich vergessen hatte, wie sehr ich es hasse, mit Pelzen zu arbeiten. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich werde keinen weiteren anfertigen. So, der Winterwölfenmantel. Gegen Wucht, Immunität gegen Odemangriffe von Winterwölfen und Kältewiderstand. Kann nur sie tragen eigentlich, also kriegt sie ihn auch. Sag was. Einverstanden. Einverstanden. So, dann gehen wir erstmal hier raus. Gehen noch hier zwischen die drei Steine. Sofort. Weil Conlan, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also in der nächsten Aufnahmesession.
gucken, vielleicht hat er noch was Feines für uns. Wenn nicht, Munition kaufen, alles andere verkaufen. Und gut ist. Also, speichern. Das wäre jetzt 18. LP018. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.